Unser heutiger Tag zeigt das Türchen mit einer Tischdekoration. Ob jetzt für die Weihnachtsfeier, für den Heiligen Abend oder einfach mit Freunden zusammen. Dazu habe ich eine neutrale Tischdecke in Silber mit einem goldbraunen Tuch ausgelegt und dann meine ganzen Windlichter, die ich habe, aufgestellt mit Weihnachtsfiguren, einem künstlichen Weihnachtsstern in Weiß. Auf den Tisch habe ich Holz, Rindensterne gelegt, Zimtstangen, Zitrusscheiben, Apfelscheiben getrocknete, die man auch wunderschön selber machen kann. Man nimmt einen Apfel oder Orange oder eine Zitrone, schneidet sie in dünne Scheiben, legt sie auf einen Rost, vielleicht vom Backofen, vom Grillen die kleinen Roste und legt diese auf die Heizung. Wer einen Kachelofen hat oder einen Kachelkamin, der ist auf der ganz tollen Seite, dann legt man es davor oder darauf, wie es am besten geht, und wendet die Scheiben alle 4, 5, 6 Stunden und lässt sie ein paar Tage einfach davor liegen. Man braucht da keinen Backofen, keine Energie und kann sie immer und immer wieder benutzen. Meine Zitrusscheiben, die sind bestimmt schon 3, 4 Jahre alt. Die kommen dann in einen Schuhkarton mit den ganzen Dekosachen und werden vor allen Dingen trocken aufbewahrt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und verbringt einen wundervollen Tag in der stillen Adventszeit, so hoffe ich für euch.